Ja, vielen Dank erstmal. Natürlich war es anstrengend. Wir hatten heute ganz enorme Temperaturen und für die Mädels natürlich immer super anstrengend. Wir haben total verdient geführt, fand ich auch. Und 2-0, dann haben wir natürlich stark gemacht, haben 2-1 da gekriegt. Und war ein hartes Stück Arbeit. Und direkt bei den Temperaturen war das wirklich nicht einfach. Also klar hätte mehr gehen können. Wir wollten hier gewinnen. Jetzt hat es nicht geklappt. Vizepokal ist nicht schlecht. Vizemeister letzte Woche auch gut. Also wir sind zufrieden. Es war sehr anstrengend und vor allem mit der Hitze war das... Man hatte das Gefühl, man läuft eigentlich doppelt so viel, obwohl man eigentlich eher weniger gelaufen ist. Und man musste halt auch ständig auf die hohen Bälle aufpassen. Und das war für mich sehr schwer. Ich bin erstmal richtig stolz auf meine Mannschaft, die alles umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen haben. Wir wussten, dass wir vielleicht den ganz, ganz kleinen Tick schwächer besetzt sind. Aber wir haben das kämpferisch unwahrscheinlich weggemacht und haben auch bei dem Wetter eine tolle kämpferische Leistung gebracht. Also ich bin mehr als stolz auf die Mannschaft. Also ich bin total zufrieden. Wie gesagt, Pokalmeisterschaft. Jetzt stehen nächste Woche noch die norddeutschen Meisterschaften an. Da spielen wir gegen den Vertreter aus Niedersachsen. Und ja, wir sind gespannt und wollen da natürlich auch möglichst ins Finale kommen. Wir bereiten uns auf die weiteren Spiele vor und ein paar Spieler werden den Verein verlassen. Aber trotzdem bleiben wir genauso stark. Ich weiß nur, dass aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen eine Mannschaft kommt. Und ich denke, das wird noch deutlich schwerer. Und da müssen wir auch ein bisschen Glück haben. Das braucht man immer. Und dann wird es trotzdem anstrengend. Erstmal ist die Saison noch nicht ganz zu Ende bei uns. Wir sind jetzt Vizemeister geworden in Hamburg, Vizepokalsieger geworden. Immerhin zweitbeste Mannschaft, kann man unterm Strich sagen. Und wir fahren auf jeden Fall noch eine Woche zum Dana Cup nach Dänemark mit der Mannschaft. Wir werden da also noch kräftig feiern, noch Spaß haben. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht einen Pokal mit nach Hause bringen können.